Hallo Freunde und willkommen zurück zu Age of Mythology Retold. In der letzten Folge haben wir mit Amara zusammen Kemsits Inselfestung angegriffen. Das erste Stück des Osiris gesichert, aber Kemsit ist uns leider entkommen. Und nun sind wir weit weg von zu Hause. Chiron und seine neuen Verbündeten haben die Aufgabe, das dritte Stück des Osiris aus einer großen Tamariske zu bergen. Ich habe keine Ahnung, was eine Tamariske ist, aber ist bestimmt irgendwas. Ist auf jeden Fall ein großer Baum. Wächst ein großer Tamariskenbaum am Flussufer. In seinem Stamm finden wir den Kopf von Osiris. Tamariske ist einfach ein Baum. Chiron, Soldaten nähern sich. Ah. Ich bin Njörzje. Wir verfolgen den Einäugigen. Wir haben ihn den ganzen Weg aus Midgard verfolgt. Den Einäugigen? Gargarensis? Der Zyklop? Ei. Er hat die Riesen vereint. Im Norden. Ein Großteil von Midgard liegt nun in Trümmern. Wir wurden ausgesandt, ihm zu folgen, in der Hoffnung, Ragnarök zu verhindern. Ragnarök? Das Ende der Welt. Habt ihr den Einäugigen gesehen? Er ist hier. Auch wir kämpfen gegen ihn. Schließt ihr euch uns an? Das werden wir. Stimmt. Wir haben jetzt schon eine Einleitung. Seht, ein Speer. Folgt ihm zurück zu seinem Lager. Vielleicht können sie uns helfen. Ja. Kriegen wir einen kleinen... Sag schon. Kleines Tutorial für die nordische Fraktion. Beschützt uns und wir werden euch helfen, euch bis zum Tamariskenbaum zu kämpfen. Das ist nett von euch. Ich hätte aber gerne als erstes mal eine Statue. So, wir haben erstmal die Ochsenkarren. Die sind sehr wichtig für die nordischen Völker bzw. für das nordische Volk. Das dient als Ressourcenablagepunkt. Also wir brauchen zum Beispiel kein Bergarbeiterlager bauen, sondern wir können einfach den, oder Holzlager, wir können einfach den Ochsen da hinstellen, lassen die Leute Holz abbauen und das Holz wird beim Ochsenkarren abgegeben. Ähnliches für Fleisch, also generell für alle klassischen Dingens, für alle klassischen Ressourcen, außer halt für Gunst. Gunst funktioniert wie immer anders. Sucht und zerstört diese Gräber in der Wüste und die Angriffe werden aufhören. Okay, da gehen wir später auf die Suche nach. So, wenn die Statue fertig ist, hätte ich gerne mal zwei Kasernen. Und, na gut, die Schafe sind noch nicht besonders reif. Das heißt, wir bauen mal hier Felder, dann können die nämlich entspannt erstmal abbauen. In Ejirek. Ok. Oh, wir wurden ausgespäht. Das ist ja nicht nett. Tilbuin. So, was haben wir denn? Wir haben den Großjarl. Das ist eine einfache Kavallerie. Skip. Schwere Kavallerie. Plünderer. You will. Ja. Tilbuin. Gut, das ist wahrscheinlich. Gut, hier steht halt jetzt nichts dazu. Achso, das sind... klar. Schadensmultiplikator gegen Fernkampfeinheiten. Tilbuin. Nun, die sind einfach nur generell ganz gut. Die nordischen Völker, beziehungsweise die nordische Fraktion ist auch ein bisschen besonders. Die generiert nämlich Gunst auf eine ganz andere Art und Weise als alle anderen Völker. Und zwar dadurch, dass die kämpfen. Ich weiß jetzt nicht, ob es an die Einheiten gebunden ist. Das wäre ganz cool, weil dann würden die uns auch helfen, uns zu generieren. Aber ich gehe einfach mal davon aus, dass dem nicht so ist. So, wir hatten hier hinten die Intro-Sequenz. Das heißt, irgendwo hier müsste eine Reliquie sein. Gehen wir doch mal gucken. Ich habe halt echt nicht viele Ressourcen, ne?
Greek. Are you refer? U I R. Hier glaube ich. Dio. Das sieht gut aus, ja. U I R. Dio. Die Nase des Sphinx. Are you refer? Haben sie also Obelix Dio. Aufgehalten? Wobei, nee, wir haben die ja hier gefunden, also muss Obelix die ja trotzdem abgebrochen haben. So, ich sollte vielleicht auch clevererweise einfach mal ein paar mehr Dorfpfannen mir holen. Dann kann man nämlich mit denen entsprechend mehr Ressourcen generieren und dann haben wir auch mehr Ressourcen zur Verfügung. Das ist eine relativ offensichtliche Idee. Warum ich nicht früher drauf gekommen bin. So, ich würde einen Dorfbewohner gleich noch ans Holz lassen und anschließend gucken, dass wir haben. Das könnte hier irgendwo so ein altes Grab sein, eventuell. Ja. Vorsicht, die Mumien sind gefährlich. Aber scheinbar haben die Mumien keine Lust, groß anzugreifen. Ich kann jetzt nur hoffen, dass dieses Gift relativ zeitnah aufhört und die nicht alle draufgehen. Enwich. Into you. Into you. Oh, wir kriegen sogar einen Skarab. Ah, ne. Enito. Kriegen leider keinen Skarabius dazu. Garrick, you eat air. At you. And which you are you refer? Ganz schlechtes Treffen, Leute. In which? Into you. Into you. Throw in your whip. Garrick. Kid, kid. Into you. Sollte ich vielleicht auch mal öfters nutzen, diese Fähigkeit. Greek. Inito. Dio. Into you. You eat air. Okay. Into you. You eat air. Aber gut zu wissen, dass das auch unsere Dienst zurückholt. You eat air. You refer. Into you. You refer. Die werden halt nicht mehr kommen, aber into you. Mal ein bisschen was aufgedeckt. Greek, hier unsere UIR Abgabestellen. Dio. So. Das sieht da ausfällt. Und wir könnten auch mal die Felder verbessern. So, wir haben die Reliquie. Was macht die? Mit Scheinheitmünzen. Ja, die nehme ich immer gerne mit. Und anschließend. Ach, guck mal, da kommt so eine scheiß Mumie. Greek. UIR. Tilbuin. Yao. Skip. Yerbin. Into you eat air. Enito. Are you refer? You are air. Something? Yeah, you be. Great. Enito. And we are you refer? Prostagma. Malista. Oh. Skip. Something? Yeah, be. Okay. Achso, das ist auch noch so eine Mumie. Okay. Great. Enito. Dio. Ja, gut. Ja, die haben ja gesagt, dass sie ein Problem mit Mumien haben. Ne? Das muss man jetzt dazu sagen. Kairon. Danke. Okay. Ich hole einfach mal noch ein paar Priester dazu. Der Vorteil ist, dass die Priester auch natürlich noch heilen können. Und ich sag mal, Chiron tankt das Ding auch ganz gut. Also alles in Ordnung. Antio? Ja gut, du kannst immer mit heilen, das ist richtig. Tayo. Ak. Eigentlich solltest du ja Dinge verbessern, ne? Tayo. So, jetzt müssen wir mal überlegen, was ist alles schon im dritten Zeitalter?
jetzt habe ich leider kein Gold mehr. Ich habe auch, ja, wobei hier hinten ist ja ein Gold, ne? So. Möglicherweise schicke ich die dann doch alle dahin. Der Ochsenkarren geht ja mit. So. Der Ochsenkarren ist auch, glaube ich, fast genauso schnell. Er ist sogar genauso schnell wie ein Dorfbewohner. Das ist sehr angenehm. Enito, an which UIR, Dayo. Ich wollte gerade sagen, kommen jetzt auch alle mit? Ayo refer, UIR. Dayo. Hier ist auf jeden Fall die Tapete, die wir abholzen müssen. Dafür werden wir aber einiges an Dorfbewohnern brauchen. UIR. Ich würde gerne mal wissen, von wo die Gegner kamen. Wahrscheinlich von hinter der Tamariske. Greek, are you refer? So, ihr baut schön Gold ab. Das ist gut. Enito. Ich meine, ich brauche auch gleich mal. Können wir mal eben kurz das Ding hier hinbauen? Kid. Und. Wir sind mal verrückt. Ich baue mal hier hinten dann den Marktplatz hin. IOT. Der kann dann einfach mit unserem Dorfzentrum handeln, dass wir da auch ein bisschen Gold rauskitzeln können. Gibt es hier irgendwie? Gut, es gibt Gold. Das ist schon mal wichtig. Giraffen. Dorfzentrum. Nützlich. UIR. Okay. Etimos. Galos. Leider, die Priester sind halt fies gegen unsere kleine Sphinx gewesen. Something. Ist jetzt die Frage, war das jetzt eine Angriffswelle eigentlich? Oder waren die sozusagen als Bewacher hier zugeordnet? UIR. Dayo. Are you refer? Gereg. So, die Schafe sind auch schon gut im Fleisch. Noch nicht perfekt, aber gut. So, jetzt haben wir gleich genug Gold. Ach komm. Dankeschön. So, auch wenn ich Sachmets Fokus auf die Skarabäen mag und eigentlich auch die Skarabäen sehr mag, Sobex Pet-Zuschuss sind einfach zu cool. Weil der Vorteil wäre natürlich, die kosten nur Fleisch gerade. Ich bin unentschlossen. Die Heuschrecken bringen uns aber auch gerade auch nicht viel. Den Rock haben sie, glaube ich, einfach grundsätzlich aus der Kampagne rausgepatcht. Weil der vieles zu einfach gemacht hat. Aber gut. Das sieht doch hier aus, als gäbe es hier vielleicht auch nochmal eine Reliquie, aber scheinbar nicht. Dayo, are you refer? Schade aber auch. Oh, ich habe sogar einen Marktplatz, sehe ich gerade. Ups. Tudum. Dann könnten wir mal ein bisschen Holz verkaufen. Fleisch möchte ich gerade nicht verkaufen. Nee. So, dann steht der nämlich für den hier noch ein bisschen näher dran. Alles gut. So, ich würde aber sagen, die Ziegen sind gerade reif, also ausgewachsen. Dann können wir uns die erstmal schnappen. Weil die sind halt einfach besser.
was Nahrung angeht. So, und wir haben unseren Skarabäus. Der macht mich glücklich. Skarabäen natürlich auch erstmal verbessern, weil Skarabäen verbessern ist wichtig. In which? Ihr baut mir bitte einmal zum einen das Monument hier hin. Und dann hätte ich gerne ein paar Häuser. Kid. Der Vorteil ist, dass die Häuser halt einfach kostenlos sind. Das macht es schon sehr angenehm. Great UIR. Dayo. So, hier ist noch ein Dorfzentrum. Das habe ich nicht erwartet. So nah bei uns dran. UIR. Hier muss doch irgendwo auch noch so ein Grab sein. Dayo. UIR. Dayo, UIR. Jetzt kam ja von hier hinten auch was. Dayo. UIR. Enito. Ayo Refer. Dayo. Ich bin einfach dran vorbeigelaufen. Auch gut. Ja. Ihr will. Skipper. Ja. Gerig. Ayo Refer. Into you. Bleibt mal kurz da. Beziehungsweise ihr macht euch auf den Weg. Ach nee, das ist auch so ein Ding. Unhöflich. Als ob hier keine Mumie drin davor wartet. Weird. Dann könntet ihr mal eben loslegen. Ihr geht das Holz fällen. Du kommst auch mit. Ah, jetzt ist die Mumie da. So, tötet sie, sehr gut. Skipan. Tilguin. Skipan. Anschließend. Als hier wieder sonst Garabios rauskommt. Ja. Enito, are you refer? And into you, and which? Eu, you E-R. Greek, U-I-R. Stehe ich halt auch nicht so ganz, wie das passiert, aber okay. Kind. So viele Kinder. Unglaublich. Enito, UIR. Okay. Ayo Refer. Ist abgearbeitet. UIR. Gib mir mal ein paar Skarabäen noch dazu, bitte. Dann sind wir jetzt im dritten Zeitalter. Das heißt, wir können ja jetzt ein paar Karawanen losschicken. Das brauchen wir nicht. Die Münzprägung wird dann wieder gut für unsere Karawane. Du. Ach ja, genau. Die Schleuderer. Ja, die Wagenbögen. Wagenschützen. Bin ich nicht so der Freund von. Ich hätte gerne trotzdem mal noch ein paar Dorfbewohner, die mir noch zwei, drei Sachen bauen. Nämlich zum einen brauchen wir die Migdol-Festung. Zum anderen können wir halt dann hier und hier Dorfzentren reinbauen und das Dorfzentrum zu einer Zitadelle ausbauen mit ein paar Verteidigungstürmen. Das ist, glaube ich, keine schlechte Idee. Greek, Ayo Refer, UIR. Dayo. So, ihr macht euch schon mal auf den Weg. Greek. Du baust mir erstmal das Dorfzentrum hier auf. Okay, ihr kommt alle mal bitte schnell zurück. Oh, die kommen mit Elefanten an, das gefällt mir gar nicht. Lauft. Lauft. Abmarsch. Okay. Enito,
Dayo. Anui, are you a... Ach, der ist ein Priester. Greek, are you refer? In which you refer? Okay. Ach, ja. Enito. Der ist ja dreist. Anui, Greek, Enito. Dayo, Greek. Ah, du nicht. And du darfst ruhig dich weiter um das Schaf kümmern. So viel Holz brauchen wir nicht. Ja, ernst. Are you refer? So. In Ak. Dann kurz. And you. Ja, die Dingens. In wie Ak. So, das Ding ist ausgebaut. In Wedge. Tayo. So. In Wedge. Ein paar and von you. Euch können das Holz fällen. In a Jerifer. Und die Hayo. Restlichen mal mit. Dann nehmen wir auf jeden Fall auch unsere Streitmacht mit. Für den Fall, dass wir nochmal hier überrascht werden. So. Muss ich noch gucken. Ich glaube aber, die kamen immer von hier hinten, die Angreifer, oder? Weil die könnten auch hier die Schlucht nehmen. Zu die Boot. Enito. Dayo. Gereg. So. Kind. Dorfzentrum, Festung. Ich kann dann halt auch Festungen hier und hier noch reinsetzen. Das wird ganz sinnvoll sein. Um uns einfach ein bisschen abzusichern. Dayu. Greek. Ja, hier halt mal eben kurz die Dorfbewohner hoch. Are you refer? In which? Wird's natürlich nicht verkehrt, wir hier einen Priester mitzuhaben, aber hey. Jirek. Erifer. Barau. Nicht Priester. Priester sind die anderen. Das läuft. Kostet hier, kostet halt alle Nahrung. Warum kostet die alle Nahrung? In a Jirek, Ak. Grig. Kid. Und dann mal eben kurz aufs Gold sparen, dass wir die Mikro-Festung kriegen. Aber so wenig Gold gibt es zumindest hier auf der Map nicht. Es ist halt nur nicht an unserer Startsiedlung gewesen. Wo kommst du her? Ja, das wird halt jetzt unangenehm. Scheiß Knechte. And you refer at you into you Gary here at you and wedge in it Vihoti. Der Vorteil ist ja, dass die Knechte nicht noch weitere Knechte erschaffen können. Habe ich schon mal gesagt, dass ich das Gefühl habe, dass die Gegnerwellen einfach reinspawnen. Aber die können auch von da gekommen sein, aber trotzdem. Prosecco. Das ist doch nicht euer Ernst. Dayo. Und vor allem haben die einen meiner Wagen kaputt gemacht dann. Into you, Gary. Into you. Sehr unhöflich. Inito. Kid.
So, hier haben wir jetzt eine Zitadelle draus gemacht. Enito. Unsere nordischen Verbündeten sind leider alle tot. Aber okay. Ich muss sagen, ich bin von den Sphinxen echt ein bisschen unterwältigt. Anwit, are you repair? Leia, follow me. Isma Ken. So. Greek, you I am. Dio. In Anwit, you I am. Into you. Greek, you need to you repair. Jetzt mal das Ding hier reparieren. So, also, Victor-Festung steht. Kids, Kids. In Ejir, Hayo. In Wedge. Dann, wenn das fertig ist, können wir hier noch eine Festung reinsetzen. Der Vorteil ist halt, dass die Festung... Okay. recht stabil sind und entsprechend lange genug überleben, dass wir die dass wir da ein bisschen Zeit gewinnen, um entsprechend Unterstützung zu schicken. Warum bist du hier hinten? UIR. Greg. UIR. Greg. Dayo. Infanteristen holen. Enito, and we are you refer. Dayo, you I air. Okay, hier ist auf jeden Fall noch eine Reliquie und hier ist der erste Gegner. You I air. Are you refer? Enito. Ja, gegen so viele Pistolen, die ist gerade schnell tot, ne? Okay, man bräuchte halt echt mal eine gute Fähigkeit. Enito. UIR. Are you repair? That UIR. Dio. UIR. Das Ding noch im Dio. Are you repair? Dio. Zurückziehen. Are you refer? You I air. Dayo. Are you refer? You I air. Greg. Okay, das erklärt aber, von wo eben die Gegner kamen. Gefällt mir nicht, aber es erklärt's. Kids. And Dayo. Are you refer? Greg. So, du kannst mal bitte eben UIR. Das hier ausbauen, abgeben. EU refer. EU refer. Da EU refer. Noch hier hätte ich gerne. Vielleicht noch. Ich kann mal Mauern bauen, ne? Kids. So. Enito, du solltest was abgeben. Ach, das ist das der Schadensbonus von Helden gegen mythische Einheiten, okay. Bezieht sich leider wirklich nur auf Helden. Ja, also du kannst mir nicht sagen, dass die Angriffswelle nicht hier hinten reingespawnt ist. Ich glaube ja viel, ne? Aber nicht, dass die einfach so vorbeigekommen ist. So, kommt da jetzt davon.
Greek. U I R. In it, you refer. Das Ding alleine nicht reichen wird, aber hey. Kind, Kind. And we die. Ja, das ist aber schlecht. Greek. Banden sind halt einfach OP. And which are you refer? U I R. Dio. Kostet halt leider alle Gold, ne? Sind nicht gerade günstig. Are you refer? Garrett. And Dio. Are you refer? Atimos. Horo. Greek. U I R. Proseke. A hero has. Okay, das ist okay. Wenn der Rest trotzdem draufgegangen ist, ist gut. So. Das Gold hier ist fertig. Die Mumie ist mutig. Oder dumm. Eins von beiden. Bayer. Greg Tayo. U I R. Okay, es hat ein bisschen länger gedauert, aber ich meine, das Ding hat gerade mal 60 Schaden an der Festung gemacht, ne? Gerek, Taiyu. So, jetzt muss ich mal überlegen. Weil das Ding hat viel HP. Das heißt, hier mit nur 5 Leuten hinzulaufen, um den Baum zu fällen, macht halt wenig Sinn. In wie you refer? Deshalb, ich hätte eigentlich gerne eine ordentliche Gruppe. Dann den Wagen hier, können wir den mal klauen. Denn den brauchen wir dann später auf jeden Fall. Weil wir haben ja den zweiten leider verloren. And you. Greek, are you refer? Enito. Greek. Seit wann können Priestergebäude verstärken? Ist mal blöd gefragt. U I R in which? Inito. Hro in Yawit. In which? Hro Iatawit? Doch den Westen nehmen wir mal mit und dann hätte ich gerne auch Mester Kabin. Ich brauche ich aber auch dann mal demnächst hier hinten. Und dann werden wir uns einfach eine Armee aus Holzfällern aufbauen, über kurz oder lang. Erstmal sehe ich, dass da hinten gerade wieder Party ist. Das wird natürlich die Festung alleine nicht überleben. Pharao möchte ich gerne behalten, bitte. Leje. Galos. Malis da handi. Isboli. Na toll. And you. Etimos. Das wird gerade sehr unangenehm. Ich habe auch nicht viel Gold, also es bringt auch nicht viel, jetzt meine Minions dazu zu holen. Wichtig ist, dass wir den hier schützen. Holy shit. Yeah. U-E-L.
Elefant, los, Attacke. Na gut, ich habe natürlich jetzt auch nichts mehr, was meine Nahrung organisiert. Das ist sehr unangenehm. Lass mal kurz bitte, auch wenn es dich jetzt das Leben kostet, Charon wieder aufstehen lassen. Leje. Prosecco. Hey, das sieht aber jetzt gerade zumindest gerettet aus. Suboptimal, aber gerettet. Dann brauchen wir auf jeden Fall Nahrung. Greg, you are air. Ack. Ihochi. Inito. No. Dass die sich halt einfach an meiner Festung da vorbei bewegen, um dann entsprechend mein Dorfzentrum anzugreifen, ist natürlich sehr frech. Greg, are you refer into you? So, haben wir eigentlich mal... Ach, ist unser Pharao neu gespawnt. Das ist natürlich gut. So, ihr schnappt euch mal das Zepter noch. In which? No. Da ging es mir jetzt gerade nur darum, dass ihr das auch mit erledigen direkt. So, hier steht halt Gegner wahrscheinlich hier oben auch. Enito. And which? UIR. Are you refer? So, langsam aber sicher kriegen wir wieder Nahrung rein. Ich brauche aber mehr. Vor allem mehr Nahrung. Das heißt, wir bauen hier noch ein paar Felder auf. Nutzen die hoffentlich die Gelegenheit. Ich will doch den hinteren Priester, bist du doof. Mach es halt so. In which kid. Okay, na gut, wenn es wieder nur eine Mumie ist, ist alles in Ordnung. So, die schweren Elefanten hätte ich trotzdem bald gerne. Kind. Wie sieht denn das eigentlich aus? Warte mal, wir haben... Dorfbewohner widerstandsfähiger braucht man nicht. Hierfür braucht man einfach 1000 Nahrung, die haben wir natürlich nicht. And you. Kid. So, hier hinten könnten wir dann später theoretisch auch noch jagen. Aber die lassen wir jetzt erstmal zu Ende bauen, zu abbauen. Inage, Erek. Du baust mir auch noch. Oh shit, wegen dem Baum da, ne? Kid. Ah. Vielleicht sind doch die Wagenschützen das Mittel der Wahl. In a Jirek. Diesmal bist du das hier. Das ist halt nicht schön. Ja, das verlieren wir hier alles.
Aber ich krieg noch einiges an Dorfbewohnern, die ein bisschen zumindest geholt haben. Ärgerlich ist natürlich auch, dass wir hier ein Monument hingebaut haben. Die Frage ist, warum ich das gemacht habe. Ich weiß es nicht. Es hatte eigentlich keinen großen Sinn. So, ich kann ich mir gerade natürlich auch wieder nicht mehr leisten. Prostag, ne? Jiresh, Ak. Enito, Greek. Ja? Was ist jetzt los? Spiel sagt sich, ich friere mal ein. Schön. Das wird sich. Dayo. Was ist das? Weird. You refer. Enito, and which are you refer? UIR. So, die Gegner werden jetzt gleich von da kommen, da sind sie schon. Greek. Are you repair? Wallace findet erstmal auf die. Das Ding drauf. Inito. Hro Iatawit. Enwich. Hro Iatawit. Enwich. Wie viel so ein scheiß Belagerungsturm aushält, ne? Ja, die sind halt dafür da, dass man so Infanterie einfach umhaut, aber wir können uns halt momentan keine Nahkampfinfanterie groß leisten, weil da fehlen mir ein paar Ressourcen für. Greek, UIR. Are you repair? UIR. Are you repair? UIR. Das ist natürlich, jetzt haben wir gar keine Magdol-Festung mehr, ne? Och, Menno. Inito, you refer? Kids? Greg? Kids? M-U-E-R. E-U. Into you. So. Greg. Ich frag mal nicht nach, warum das Held Schafgeräusche macht. Kind. Stimmt, ich habe auch meine ganzen Kamele verloren. Wir sollten ein bisschen Goldgeneration haben. Oder Generierung. Weil hier hinten will ich eigentlich gar nicht abbauen. Wenn ich bedenke, dass da dann auch einfach wieder die Gegner respawnen, um uns anzugreifen. Greg? Dann... Da hinten... Es ist halt nirgendwo gerade safe. Das ist halt echt ätzend. Meine Armee hier zu stationieren, würde uns auch nicht weit bringen. In Wedge. Ak? Entiurifer. Mach das jetzt mal. Ich bin jetzt mal wahrscheinlich vollkommen verrückt. Inito. Iniurifer. Die kommt jetzt einmal mit. An Iurifer. Ich gerne aber noch ein paar Speerkämpfer gegen Kavallerie. Okay, zwei Speerkämpfer gegen Kavallerie, weil ich kein Gold habe. So, wenn die Armee hier ist. Wo ist eigentlich mein Pharao hin? Greek. Hier, okay, ne, der ist einfach in dem Trupp dabei, dann ist gut. Ich
werde es eventuell bereuen, aber wir machen jetzt einfach mal einen All-In-Push, weil die Mission ist, glaube ich, nicht darauf ausgelegt, dass wir einen... dass wir lange überleben, ja, da kommen dann schon die nächsten Gegner. Dann nutzen wir mal die Gelegenheit, dass die von hinten kommen. Attacke. Dann stellen wir nämlich unser Dingens einfach dahin. Falls das nicht funktioniert, werde ich mir für die nächste Folge eine neue Strategie ausdenken. Ach, natürlich kommt jetzt noch eine Mumie rein. Du, ist ganz wichtig, dass du ganz weit hinten bleibst. Ah, scheiße. Ja, die Mumie hat schon zugeschlagen. Klingt zwar nichts, aber... Okay, das war äußerst dumm. Der war dreist. Ja gut, jetzt haben wir auf jeden Fall verloren, weil wir haben keine Dingens mehr, können entsprechend keine Dorfbewohner ausbilden. Beziehungsweise Moment, wir haben... Achso, das sind unsere Kamele. Die zählen, warum auch immer, jetzt in dem Fall als Dorfbewohner, das macht gar keinen Sinn. Aber gut, dann würde ich sagen, haben wir es mal wieder verkackt und werden in der nächsten Folge hoffentlich besser agieren, schneller. Und... Ja, wie viel Schaden haben wir jetzt an dem Baum gemacht? Noch nicht mal 200. Das ist... Wie gesagt, das Nervige war halt, dass hier einfach plötzlich noch so viel mehr Gegner aufgetaucht sind. Wir hätten halt vorher schon mal Einheiten hinschicken müssen. Das wäre, glaube ich, schon mal der erste Weg... der erste richtige Schritt gewesen. Und dann vielleicht hier, keine Ahnung, ganz dreist alles mit Verteidigung vollballern und dann anschließend... hier aufräumen. Aber gut, wie gesagt, das war die Folge. Verbuchen wir es als Lerneffekt und machen es hoffentlich in der nächsten Folge besser. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, bis dann. Ciao, Freunde.